Servus Leute, Franco hier und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Wir gehen heute mal gegen Vetonia in die Schlacht und ich versuche hier mal einen kleinen, ja, ich würde fast schon sagen Cheese-Build zu bringen gegen Vetonia mit vier Demigreifen. Balthasar Geld auf einem Pegasus, der ist ziemlich schnell mit 105 Geschwindigkeit. Und Speerträgerin in der Frontlinie, dann haben wir hier noch einen Magier dabei, einen Kriegspriester dabei und einen Hexenjäger. Hier haben wir noch zwei Speere, die an den Flanken stehen sollen und zwei Schützenreiter. Und die Demigreifen hier erfüllen jetzt eben einen dualen Zweck. Die können einerseits, eigentlich hätte ich fast die fürstliche Althofer schon noch mitnehmen sollen, aber naja. Die können nämlich einerseits die Infanterie der Bretonen platt machen und auch die Kavallerie. Und dadurch, dass man dann einfach so viele hat, hoffe ich jetzt mal drauf, dass das funktioniert. Aber mal gucken. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Gucken, wie es läuft. Finale Transmutation haben wir mit Balthasar Geld dabei. Das will ich mir allerdings noch so ein bisschen aufheben, bis es zu Blobs kommt. Ich weiß nicht genau, wie gut sich das gegen die Kavallerie schlägt. Der Bretonen, bin ich mir nicht ganz sicher. Wir können hier schon mal ein bisschen Leon Coeur angreifen und er hat eine Katapulte. Für der Gralspilger knappen und er hat im Wald noch jede Menge Kavallerie. Gucken wir mal. Hier mal ein bisschen scouten. Hier zieht er sich schon zurück. Knappen und auf die können wir durchaus mal feuern. Wenn wir hier mit Balthasar Geld rübergehen. Die Pegasi kann man ja, glaube ich, soweit ich weiß, nicht verstecken. Das heißt, das ist kein Problem für uns. Okay, hier kommt er. Moment mal, vielleicht kann ich hier. Ralsritter. Vielleicht kann ich mich ja ein, zweimal um die kümmern. Einfach nur aus dem Grund, damit ich die schnell loswerde. Gehen wir uns mal zurück. Mit unserem Hexenjäger gehen wir mal ein Stück vor. Hier gehen wir mal mit unseren Demigreifen in den Kampf rein. Mit unserem Kriegsmagier. Können wir mal vielleicht doch eine finale Transmutation wagen. Hier wollen wir mal den Modus ausschalten, dass sie sich verpissen. Und weiter vorrennen. Der Hexenjäger geht mal hier in die Flanke rüber. Hier gehen wir mit unserer Kavallerie rein. Würde ich mir zwar ganz gerne eine Lebensmagie wünschen, aber ich denke, dass wir den Kampf trotzdem gewinnen dürften hier. Und ist die Frage, soll ich jetzt mal eine finale Transmut... Oh, den kann ich mir noch gar nicht leisten. Hart. Hart, hart, hart. Wollen wir mal ein bisschen feuern. Hexenjäger feuert jetzt mal hier die Knappen rein. Und damit haben wir eigentlich schon die größte Gefahr gebannt. Nämlich in Form seiner. Form seiner. Kavallerie. Jetzt rennen wir einfach mal mit unserer. Infanterie. Ja, jetzt rennen wir einfach mit unserer Infanterie schon mal ein Stückchen vor. Unser. Magier, unser Hexenjäger nimmt hier üblen Schaden von. So, ich weiß, ich könnte jetzt mit den Demigreifen eigentlich auch noch flankieren. Mache ich jetzt aber bewusst nicht, weil ich die Taktik hier mal probieren will. Nämlich einfach hier reinrennen mit unserer ganzen. Mit unseren ganzen Boys. Und deine Jungs im Nahkampf plätten. Hoffen wir, dass unsere Speere hier noch so lange halten, bis die Demis am Start sind, aber das dürfte schon hinkommen. Können wir nochmal die arkane Kanalisierung starten. Hier mit unseren Fernkämpfern nochmal spielen. Der Hexenjäger kommt wieder zurück. Unser Kriegspriester sollte eigentlich auch reinkommen, das wäre mal ganz schön. Und ich meine, seine Bogenschützen, die bleiben jetzt natürlich leider ein bisschen unbeaufsichtigt oder beziehungsweise besser gesagt ohne Druck auf sie, aber egal, wir können ja vielleicht eventuell sogar mit unseren
Dann nehmen wir den Schießen erstmal auf die, weil die können uns nämlich ohne weiteres hier plätten. Aber ich will wissen, wie sich die Demigreifen hier im Nahkampf gegen die bretonische Infanterie schlagen. Ist mir ein bisschen schade, dass hier jetzt die Infanterie-Unterstützung fehlt. Hier können wir mit Balthasar Geld Leon Coeur verfolgen und mit dem Hexenjäger einfach mal hier langlaufen. Der Kriegspriester, keine Ahnung, wie er da hinkommt, aber das ist okay. Hier, schaut mal, die Demigreifen halten sich hier noch ganz gut, das ist interessant. Das ist nämlich so ein bisschen der Sinn dieses ganzen Experiments hier gerade. Hier verfolgt Balthasar Geld und Leon Coeur, vielleicht kann man ihn noch töten. Und das war's, da geht man gibt nur auf. Ja. Bisschen cheesig. Aber die Demigreifen gehen schon ganz schön ab. Gegen die Infanterie, meine ich. Ich meine, er hatte jetzt hier eine Menge Hellebarden. Aber die haben sich irgendwie, die waren teilweise auch im Kontakt mit den Demis. Aber irgendwie haben sie nicht so wirklich nicht so wirklich Schaden gemacht. Ups. Nochmal so im Schnelldurchlauf ein bisschen mit euch an. Okay, meine Festplatte hängt anscheinend gerade. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme nicht hängt. Geht denn jetzt ab? Das hatte ich noch nie, dass der Ladebalken hier vorne mal gehangen war. Naja. Auf jeden Fall von meinem Gegner eigentlich eine sehr ausgewogene und coole Armee. Leon Coeur liebe ich. Der Typ ist super stark. Und diese Hexenjäger Balthasar Geld-Kombi macht ja momentan eh jeder. So, wir spulen mal ein bisschen vor. Können wir hier gleich den gucken, wie die Demi greifen. Ich gegen die Kavallerie meines Gegners zu schlagen. Stopp! Gucken wir uns nochmal den Kavallerie-Angriff hier an. Gut war, dass die Speere am Start waren, auf jeden Fall. Das war sehr wichtig. Die haben einfach viel Schaden getankt für unsere Demigreifen. Und hier ist er jetzt halt mit allem, was er hatte, so von hinten reingekommen. Was uns natürlich ermöglicht hat, mit unseren Demigreifen seinen Rücken zu kommen. War schon ein bisschen heftig. Aber was auch sehr gut ist, ist dieses Schild des Glaubens auf jeden Fall von dem Kriegspriester, 22% Schadensresistenz ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gerade wenn man gegen eine Einheit kämpft, die halt gut gegen einen selber ist. Zum Beispiel diese Quest. Das sind jetzt Questritter gewesen. Questritter und Ritter des Königs, genau. Das waren ja gar keine Gralsritter. Okay, das war klar, dass die da um 0,0 zerfetzt werden. In die Demi greifen. Aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen schade, weil die Demi greifen einfach nicht mehr so das Wahre. Also die sind einfach nicht mehr so stark, wie sie früher mal waren. Okay. Ja, also da die einzige Einheit waren die hier. Die haben allerdings auch einiges verloren. Die haben immerhin 9 Modelle verloren. Ansonsten hält sich der Schaden an den Demis noch in Grenzen. Okay. Die Speerträger hier, die mit den Schilden, die sind natürlich super geil. Die liebe ich ja eh. Sind echt eine super Frontlinien-Einheit fürs Imperium. Guck mal, was die hier an Bogenfeuer wegfressen. Das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich meine, es sind halt Bronzeschilde, ne? Aber trotzdem. Eine Einheit, die kann das vertragen. Ist nicht so schlimm. Kills hat eigentlich der Hexenjäger schon 10, naja. 10 knappen ist nicht so schlecht. Ist schon okay. Hier die finale Transmutation auf Leon Coeur. Macht natürlich ordentlich Schaden. Und jetzt kommt gleich der Charge der Demis. Die hier sind, glaube ich, diejenigen, die dann zerschnetzelt worden sind. Die waren wahrscheinlich hier bei Leon Coeur und bei den Hellebarden. Vielleicht war das der Grund, warum die so kaputt gemacht worden sind. Jetzt will ich mal wissen, wie die Kills hier so steigen. Die Kills, die in der Infanterie machen. 25. 20. Ach, deswegen sind die hier gestorben, weil er die Dwellers Below hier gecastet hat. Die Bewohner der Tiefe. Das ist natürlich hart, aber das macht auch Schaden an Leon Coeur. Nicht nur an den Demigreifen, aber die haben hier gut Schaden genommen dadurch. Oh, im Stock sind 33 Kills bisher. 58, 43. Ganz okay. Ah, deswegen war der Kriegsfest hier hinten, weil er Leon Coeur hinterhergerannt ist. Eigentlich nicht so toll, ich hätte ihn lieber hier gehabt. Nehmen wir die Kills an. 68.
52, naja, schaut mal her, die machen schon ganz gut Kills. Unter der Infanterie der Bretonen. Haben auch ein bisschen Splash-Attacken, sehe ich gerade. Auch interessant. Naja, okay, cool. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gucken uns mal ganz kurz hier die Kills an, naja. Des Königs, Questritter und Gralsritter, die wurden halt ziemlich zerschnetzelt. Ja, genau. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein und ciao.